Hallo Berlin, hallo Piraten. Ich begrüße jetzt den Christos, unseren Generalsekretär, hätte ich beinahe gesagt, aber unseren Polyev, unseren Wiedergewählten. Moin, grüße euch, liebe Piraten und liebe Berliner. Jeder fragt sich, gibt es uns noch? Ja. Was sagt ihr denn dazu? Genau, uns gibt es. Definitiv gibt es uns. An die Berliner gerichtet, wir Piraten sind so verschieden wie die einzelnen Bezirke. Du kannst Spandau nicht vergleichen mit Kreuzberg und du kannst zum Beispiel Neukölln nicht vergleichen mit einem anderen Bezirk. Genauso unterschiedlich und vielfältig sind wir Piraten. Wir Piraten haben einen riesen Vorteil, und da sage ich als Grieche, wir sind wie eine große Familie. Wie eine große Familie, die sich andauernd ab und zu mal zofft. Aber wenn es Familienfeste gibt, nämlich PPTs, dann sind wir die beste und geilste Truppe, die es gibt. Definitiv. Wir akzeptieren jeden, ob es ein Eichhörnchen ist, ob er queer ist oder sonst was. Er gehört dazu zu unserer Gruppe. Wir Piraten sind ein Gefühl, ein Lebensgefühl. Ein Gefühl, was ich seit knapp 8 Jahren lebe. Und das ich schätze und das ich liebe. Was ich persönlich überhaupt nicht liebe, ist, wenn ich die Medien aufmache und ehemalige Piratinnen, die eigentlich schön gestrickt haben, einfach sich über uns äußern. Ihr wisst schon, wen ich meine. Die gute Politik gemacht haben bei den Grünen und jetzt vielleicht bei den Linken. Aber bei den Piraten hat diese Person überhaupt nichts zu suchen gehabt. Und ich bin froh, dass diese Person raus ist. Ich bin froh darüber, dass sie nicht mehr da ist. Und darüber freue ich mich. Wenn ich noch einmal so einen Kommentar höre, werde ich sie auch über Twitter mal angehen. Danke. Ich bin auch glücklich, dass wir es immer wieder hinkriegen, Vision zu setzen. Wir sind die Partei, nicht die dagegen ist. So wie die Blauen, die immer behaupten, ja, gegen Flüchtlinge, aber keine Lösungen anbieten. Wir haben Lösungen, wir wollen Lösungen und wir bieten auch Lösungen an. Wir bieten in vielerlei Hinsicht Lösungen. Wir sind die Partei der Lösung und der Vision. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Berlinern Piraten, die hier einen gigantischen, geilen Wahlkampf machen. Als ich die Plakate gesehen habe, das erste Mal, dachte ich mir, um Gottes Willen, was ist das? Aber das ist ja mittlerweile normal. Und jetzt sehe ich sie live oder habe sie dann live gesehen und ich bin total stolz drauf, weil die im RL, also im Real Life, total geil rüberkommen. Wirklich, ihr macht geile Arbeit, danke. Ich habe eine Woche Niedersachsen hinter mir und ich dachte, Gott, die letzten Kommunalwahlen oder Wahlen, wo ich war, waren die Piraten deprimierter als die Leute, die da rüberkamen. Nee, die Niedersachsen waren gigantisch. Die haben wirklich was drauf. Die haben punktuell ihre Themen nach vorne gebracht. Sie sind momentan sehr, sehr gut und ich hoffe morgen, dass wir vernünftige Ergebnisse in den Großstädten erreichen werden. Da bete ich als Christ und hoffe und drücke die Daumen. Danke. Lasst euch einfach nicht erzählen, dass es uns nicht gibt, denn ich weiß, es gibt uns. Und zu mehr und zu Hauf. Wir sind eine geile Truppe. Ich bedanke mich bei euch allen und ich bedanke mich bei Berlin. Macht weiter so. Danke.